Ja, was bin ich müde. Ich glaube, ich soll mal irgendwo schlafen gehen. Dandolo, bleib mal und halt mal Wache. Ja, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ich muss erst mal eine Runde schlafen, bevor ich mir... Ja, jetzt bin ich wieder fit und kann euch begrüßen. Herzlichen Dank für eure Kommentare und eure Likes natürlich. Wieder eine neue Folge. Chorus haben wir von den Orks befreit. Den Leuten habe ich wieder ihr Dorf wiedergegeben. Sie sind alle glücklich. Sie haben am Lagerfeuer getanzt. Und Dandolo sollte ich doch noch eigentlich mal mitnehmen zum Strand, weil ich ja wieder rüber muss zum Boot, zu meiner Albatros. Was passiert, wenn ich jetzt Dandolo nicht mitnehmen würde? Das werde ich mal sehen, aber ich glaube, er kommt automatisch mit, oder? Schauen wir mal. Nee. Komm mit. Auf geht's. Wir machen's anders. Warte mal. Warte auf mich. Ich gehe jetzt am besten alleine weiter. Gut. Wo wollen wir uns treffen? Ja, am Boot. Warte auf mich am Boot. Na gut, dann gehe ich mal los. Ja, aber so langsam wie du läufst, das ist mir zu lahmarschig. Deswegen bin ich schneller und schalte mich wieder ein, wenn ich am Boot bin und zur Albatros übersetzen. Hier hat sich ja noch ein Wolf verirrt und da hinten sind noch Blutfliegen. Die waren ja irgendwann mal nicht zu sehen. Das ist ja ein Ding. Jetzt sind sie wieder da. Okay. Und okay, den werden wir mal schön... Leichtigkeit eliminieren. Oh! Na super! Mit Leichtigkeit eliminieren sie mich, oder was? Alter, das sind natürlich wieder Erfahrungspunkte. Ja. Los! Kaputt gehen! Oh, die stechen mich. Stimmt ja. Es gab nämlich eine Folge, da habe ich zu Anfang die Blutfliegen gesehen, aber dann nicht mehr. Dann waren sie plötzlich weg und jetzt sind sie alle wieder da. Ich heb mal eben das Zeug hier auf. Kann ja auch Blutfliegen stacheln. Jetzt ausquetschen. Nicht zu holen. Dann melde ich mich wieder, wenn wir am Boot arriviert sind. Ach, ich habe ein bisschen anders überlegt. Ich mache noch mal einen Abstecher in die Kapelle. Oh, da hockt Petra und betet. Hey du. Was machst du denn da? Okay, mir geht's nur gut. Und sie betet diese beiden Kerzen an. Okay, auf zum Boot. Attacke! Oh. Wasser, sehr gut. Und schwimme ich halt eben zum Strand, um zum Gebot zu gelangen. Jungs, ich hechte herbei. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob wir wirklich alles erledigt haben, was auf Chorus zu erledigen war. Proviantaufnahme, der verlorene Sohn. Ja, das sind alles ältere Quests, die noch erledigt werden müssen. Der Spuk mit den Orks hat sein Ende. Oh. Chorus ist frei. Wie? Tatsächlich? Ist das wirklich wahr? Ja, glaubst du mir etwa nicht? Aber ihr wart doch nur zu dritt, oder? Tja, sieht wohl ganz danach aus. Mann, oh Mann. Mit euch möchte ich wirklich keinen Ärger haben. Aber trotzdem, vielen Dank für eure Hilfe. Tja, dann mache ich mich mal auf den Weg ins Dorf. Ja, viel Spaß noch. Alles ist frei, alles ist sauber. Und wenn du noch ein paar Kräuterchen finden solltest, dann sind es die, die ich vergessen hatte. Ja, Dandolo ist wieder hier. Ernst ist da, schauen wir mal. Neue Gesprächsoptionen außer Einkommen mit bei Dandolo und Ernest. Ja, bringen mich zum Schiff, meine Herren. Das geht los. Ich bin so gespannt, was passiert. Ah. Tolle Nummer. Bring mich zum Schiff. Bring mich zum Schiff. Gut, steige ins Boot und es geht sofort los. Ja, alle sind an Deck versammelt. Alles ist gut. Alles ist ruhig. Harald. Schildbauer erklärt nichts zu sagen, so wie ich das jetzt wieder mal
denke, Knut Ernst ist dabei. Hey du! Und wie sieht's aus? Es wäre gewagt. Okay, das Bötchen ist noch da. Und Dandolo ist auch noch hier. Das ist schön. Alles klar. Mhm. Ja, ihn jetzt noch zu sagen, so von wegen, hier warte auf mich. Ja, das wäre cool. Aber nicht sinnig. Ja, ich sehe jetzt sozusagen, dass ich jetzt mit Gernot reden müsste. Ich bin ja jetzt ein schöner. Na, wie heißt das? Ein schöner Bootsmann? Schild. Nein, Quatsch. Kerniger. Aha. Gunnelun. Okay. Ich muss ich bald wie was sagen. Auch nicht. What is the matter here? Alle Orks sind doch tot. Chorus ist befreit. Ich habe Proviant mit, oder nicht? Ich habe doch jede Menge Proviant eingesammelt. Ganz viele Kisten, ganz viel Wasser. Hier, Sack mit Kartoffeln. Ja gut, mit Fisch. Wo ist denn jetzt hier das Proviantenzeug? Da. Hier. 5 Kisten Proviant und 4 Wasserfässer. Als Beispiel. Gehe ich ins Lokomo... Ah, Proviantaufnahme. Da ist noch was. Ich habe von Martis den Schlüssel vom Schuppen ausgängig bekommen. Ich kann mir aus diesem 5 Wasserfässer 5 Proviantkisten herausnehmen. Da ich Chorus von den Orks befreit habe, bekomme ich sogar alles umsonst. Jetzt muss ich die Sache nur noch an Bord bringen und Gernot Bescheid sagen. Ich glaube, ich ahne was. Hab ich richtig geguckt? Ich habe nur 4 Wasserfässer. Ah, shit. Ich darf wieder zurück. Mist. Mal gucken, wo das letzte Wasserfass noch ist. Oh. Oh, das war wieder ein mühseliger, beschwerlicher Weg. Wo soll denn das Wasserfass noch sein? Hier ist auch eins. Hä? Ich dachte, das hätte ich schon. Hab ich das übersehen? Ich hab's übersehen. Liebe Leute, das Wasserfass habe ich übersehen. So, nur mal sicherheitshalber gucken. Hab ich wirklich auch alles? Hab ich wirklich auch alles? Wo sind sie denn, die Sachen? Wieso sind die Sachen wieder weg? Ach, die sind weiter oben gerückt. 5 Wasserfässer, 5 Proviant. Bedanke mich für das Auffinden des letzten Wasserfasses und wieder zurück zum Schiff. Ja, ja. Da fällt mir auch gerade ein, mein Gott, wieso ist denn auf diesem Boot irgendein Trank versteckt? Wie komme ich an den ran? Und eine Hornmuschel, Essenz der Heilung. Auch schön. Und eine Hornmuschel. Noch was? Ach, egal. So, bring mich zurück zum Schiff, Ernst. Bring mich zum Schiff. Gut, steige ins Boot und es geht sofort los. Jetzt aber. Hä? Gucke ich falsch oder gucke ich noch fälscher? Manchmal fokussiert man sich auf Dinge, die eigentlich gar nicht... Der Hut sieht anders aus. Komischerweise jetzt. Irgendwie zerbeulter. Naja, vielleicht muss das so. Wäre natürlich ein gutes Gimmick. Okay, okay. Also jetzt aber wirklich. Also das könnte eine lange Konversation werden. Ich werde mal gucken. Ich bringe das Wasser und den Proviant. Naja, allzu viel ist es nicht. Aber ich denke, es wird reichen. Oh, das war schon. Und nun? Wir werden nun dieses Gebiet verlassen und uns unserem geheimen Reiseziel nähern. Oh. Doch bevor wir dies tun, habe ich noch eine kleine Aufgabe für dich. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Klettere daher auf den Ausguck und beobachte die See. Wenn du etwas Verdächtiges erblicken solltest, dann schlage sofort Alarm. Oh, geil. Das ist mal eine geile Option. Also auf den Ausguck klettern? Wie bei dem Piratenschiff in Asterix und Obelix? Na, kennt ihr dann? Öme vor aus. Die heißt sie wahrscheinlich Oaks vor aus. Vielleicht, eventuell. Ich weiß es nicht. Ah, das ist mal so eine heikle Sache, hier hochzuklettern. Schauen wir mal, bevor wir wieder hier mal den Abflug machen. Also auf den Ausguck klettern. Yeah, das wird lustig. Öme voraus. Orks. Nee, Orks. Orks voraus. Das war doch immer eine Wechselwirkung. Genau, richtig.
Moment mal, da hinten ist der Ausguck. Wo latsch ich hin? Bin ich jetzt falsch oder was? Welcher Ausguck ist es denn jetzt nun? Der da hinten? Ah, an den kommt man doch gar nicht hoch. Stimmt, ja, an den kommt man nicht hoch. Das muss ja dieser hier sein. So. Na, hier muss ich aufpassen, dass ich hier nicht durch die Dings klippe. Aha, er tut's noch nicht. Er tut's immer noch nicht. Muss ich einen Schritt zurück? Aha, das ist das, was ich meine mit diffizil. Jetzt. Oh. Okay, sorry. Die Kamera hat mal eben... Der Kameramann ist mal eben abgerutscht. Ja. Ja, ja, das war's. Das war's. Genau das war's, was ich meinte. Das kann dauern, bis ich hier wieder hochkomme. Ach. Wie ging denn das nochmal? Soll ich springen oder sowas? Aber dann springe ich in die Tiefe. Mein Menno. Das kann dauern. Und noch ein Versuch. Der dritte Versuch. Kann ich anhalten? Ja, ich kann anhalten. Nee. Das klappt irgendwie nicht. Oh, busch. Da müsste man was verbessern, liebe Leute. Der Trank der Giftresistenz ist teuer. Doch ein Trank genügt nicht um... Naja, ihr könnt das ja pausieren. Und ich habe es auch nicht ganz lesen können. Muss ich... Also, ich werde das hier mal überspringen. Und bis zum Ausguck mal versuchen, wie ich da hochtüftle. Oh, ich hab's gerade geschafft. Mit dem Hechtsprung. So, was gibt's denn im Logbuch zu sehen? Ausguck. Gerne kommt in den Auftrag, den Ausguck zu klettern, um die See zu beobachten. Wenn ich etwas Verdächtiges sehe, sollte ich sofort Alarm schlagen. Nicht rufen, sondern ich soll Alarm schlagen. Ja, mit was kann ich denn hier Alarm schlagen? Hier auf diesen... Oh. Wow. Nicht zu sehen. Kein Segel am Horizont. Aha. Oh. Krieg Gänsehaut. Yeah. Stattliche Albatros. Und Roland guckt. Und guckt. Wo ist dein Fernrohr? Hm. Jetzt sieht er was. Musik wird dramatischer. Ein Schiff erscheint am Horizont, noch dunkel. Und was macht Roland jetzt? Er guckt sich's genauer an oder will er vom Bord springen? Nee, dann springt er wieder auf die Planken. Oh Mann, was ist das für ein Boot? Hallo? Nein. Oh, oh, oh. Junge, mach's Mund zu. Wie kommen sie rein? Hilfe. Uchacha, ja genau. Oh, war ja. Oh, das sind nicht einige. Die sind aber gut bestückt. Also mit Waffen meine ich. Uchacha. Übersteuert, was geht. Feuer. Ach, die schlachten sich schon? Ach, schade. Ich dachte, das könnte ich alles alleine machen. Die Musik ist klasse. Also wirklich klasse. Leichte Synthi-Sounds dabei. Sägezahn. Oh, 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 oh. Da konnte ich jetzt nun gar nicht reagieren. Na, das ist ja wieder eine tolle Begrüßung. Also muss ich doch schlachten.
Es gibt NPCs, die sich deine Diebstähle. Oh! Die können die Diebstahlstähle merken. Oh, war ja jetzt. Ah, jetzt habe ich da abgespeichert. Oh, Leute. Nee. Mal gucken. So, hier oben habe ich auch abgespeichert. Ein bisschen rumlatschen. Und dann. Genau, richtig. Die Kampfsequenz kennen wir ja. Die können wir mit Escape überspringen. Oh, und dann begrüßt uns gleich ein Porky. Oh, Porky. So, mal gucken, ob ich den hier ein bisschen. Oh! 300 Erfahrung ein. Hilfe. Okay, Werkbank. Oh, vielleicht soll ich mir mal ganz lustig was werken. Nee, lieber nicht. Draußen werden sie alle hier kaputt gemetzelt. Moment mal. Okay. Geht hier weiter. Hau ab die Power. Okay. Wir sehen da schon. Für Enos. Und? Hast du dir das Orkschiff schon genau angesehen? Wenn nicht, dann solltest du es mal auf jeden Fall tun. Sicher ist sicher. Das Orkschiff, das du da siehst, gehörte mit Sicherheit einmal zur königlichen Flotte. Die Orks werden es gekapert und umgerüstet haben. Aber man sieht schon auf den ersten Blick, dass das Schiff ganz schön heruntergekommen ist. Diese Orks verstehen es eben nicht, ein gutes Segelschiff in Schuss zu halten. Sie hätten lieber auf ihren alten Galeeren bleiben sollen. Okay. Habt ihr alles schon für mich gemacht? Na, dann werde ich erstmal hier alles aufheben. Das kann dauern. Die Schiffswache hat's erwischt. Oh Mann. Naja, dahinter. Dahinter sind nicht noch die weiteren Orks. Besten mal abspeichern wieder mal. Oh, war ja. Nicht zu holen. Weiß jetzt nicht, ob ich alle schon habe. Nee. Ich glaube, ich habe sie alle. So. Ork-Krieger. Ork-Matrose. Ah, hier gibt es noch ein paar Waffen. Oh. Nicht zu holen. Hier war das, glaube ich. Los geht mal dahin. Alarm! Gott. Oh, war ja. Das sieht nicht gut aus. Oh, jetzt habe ich mich auch noch eingeklemmt hier. Was das schon? Für den König. Wow. Naja, viel habe ich ja nicht. Oh. Viel habe ich nicht machen können. Oh Mann. Masurka lockt. Ihr fährt durch eure Glieder. Nochmal abspeichern. Nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Für Innos. So, weiter gucken. Nicht zu holen. Hier ist doch noch was. Nicht zu holen. Nicht zu plündern. Ah, hier. Oh, wer war das denn? Ach, das war Knut? Den Knut hat's erwischt. Da ist nicht zu holen. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass es den Knut erwischt hat. Da ist nicht zu holen. Nicht zu plündern. Okay. Oh, da hinten steckt noch einer unter der Treppe. Da ist nicht zu holen. Oh Mann. Alter, das ist ja wirklich aufregend. Ja, das ist aufregend, Leute. Ein großes Schiff ist das, meine Fresse. Nee, Moment. Ach so, das sind zwei Schiffe. Klar, das ist das Orkschiff. Okay. So, wo willst du denn hin? Komm her. Flüchtet der? Hallo. Okay.
Wow. Oh Gott, da ist schon wieder was. Mann, oh Mann, oh Mann, Mann, ist das übel. Oh. Okay. Wir sollen das Boot ja jetzt genau inspizieren. Es ist heruntergekommen. Aber sieht auch eigentlich ganz gut aus. Ah, geil, das Gothic-Zeichen auf dem Segel. Yes, that's my. Das ist das, was ich mag, meine ich. Oh, da oben sind die Ork-Standarten. Was ist das? Da der Kapitän irgendwo. Nee, das ist der Sessel von der Brücke. Gott, oh Gott. Auch noch ein Kiffer, der Kapitän. Captain Kork. Hat hier wohl gesessen. Captain Kork. Okay, kann man sich da hinsetzen? Nee, schade. Auf dem steinernen Stuhl lässt sich nicht sitzen. Steuern kann ich es auch nicht. Ah, hier geht's noch rum. So, hier geht's nur rein. Okay. Ja. So wie es aussieht, habe ich jetzt hier alles durch. Hier ist irgendwas verdeckt. Aber wir waren hier noch nicht drin. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, einen Schalter sehe ich schon mal. Fell eines Wüstenwolfes. Wolfsfelle, Wolfsfelle, Schinken. Oh, hier liegt wieder was. Ork-Kriegerchen. Den haben wir doch gerade eben. Wagfell. Oh, das sieht aus wie eine Zelle aus. Was erwartet mich da? Aber, oh, das sieht nach einem Gefangenen aus. Nee, den traue ich mich nie anzusprechen. Da greift er mich auch an. Ja, ich will erst mal gucken, was es hier gibt. Da will ich erst mal gucken, was es hier gibt. Was gibt es denn hier noch? Stimmt, noch ein Heinz irgendwo. Oh, wieso ist das so langsam jetzt? Achso, muss rendern. Okay. Wow. Aha. Da leuchtet ein Belia-Schrein. Ich höre da noch Orks. Mensch, wo sind die denn? Gott, oh Gott, Schinken räuchert man und kocht nicht. Doch, es gibt dann gekochten Schinken, richtig. Kann ich hier was kochen? Wo ist Fleisch? Ah, da ist eine... Da ist ein Ort, der hat mich noch gar nicht. Das sieht aus wie ein Schimpanski, wie so ein Ork-Schimpanski. Also einer, der so schmeißt. Oh, weia, weia, weia. Ist das ein Ork-Schimpanski, der schmeißt? Mit Magie? Mal gucken, ob er das wirklich macht. Weiß nicht. Ork-Matrose, ach so, okay. Hey, der hat ja auch eine ganz andere Rüstung hier. Oh! Mit dem bin ich auch noch eine Stufe gestiegen. Wow! Oh, jetzt gibt es natürlich sehr viel hier zu looten. Werde ich mal im Off dann mein Inventar mal durchstöbern und mal gucken, ob es da was Interessantes gibt. Kann ja sein, dass es irgendwelche Quest-Geschichten gibt, die unheimlich wichtig sind. Ja. Mal gucken. Man hier so alles. Okay. Gibt es hier noch irgendwas, was sich versteckt? Ja, das ist heruntergekommen. Da hängt alles voller Spinnweben. Da ist nicht okay, zu holen. Hab ich doch schon. So, hier haben wir diesen komischen Shrine. Outrainier Shrine. Was? Fell eines Schattenlosch-Säbelzahns? Oh, ich muss hier knacken. Na, super, klasse. Nein. Ach, ich
riskier's einfach mal. Ah, okay. Aha. Brief in orkischer Sprache. Die Fliegengeräusche, herrlich. Gucken wir doch mal gleich den Brief in orkischer Sprache an. Gucken, der grüne Novitzer, Brief an Eltern. Brief in orkischer Sprache. Da war er. Hock, Seng, Schakan, Drag, Tar, Zack, Back, Dong, Zoin, Bum, Tschak. Boing, Bum, Tschak. Okay, ich kann es nicht lesen, aber vielleicht gibt es ja einen Quest-Eintrag. Ich habe in der Kajüte des Ork-Captains Kapitäns einen Brief in orkischer Sprache gefunden. Da ich das Kauderwelsch ohnehin nicht verstehen kann, wird es am besten sein, wenn ich den Brief Gernot gebe. Okay, dann wissen wir, was mit dem Brief zu tun ist. War gruselig hier. So, und das ist eine Belia-Statue. Gucken. Nee, ich bete nicht. Weiß ja nicht, wie viel da mir abgezogen wird. Oder nachher bin ich kaputt. Nee, ich bin einer von den Guten, denke ich mal. No? So, ich würde sagen, wir haben hier alles durch. Dann gehen wir mal wieder hoch. Wo war das? Hier ist das Treppchen. Hier gibt es auch nichts mehr. Oh, Leute. Ja, okay, unten habe ich durch. Und jetzt geht's zu ihm hier, zu dem Jochen. Nein, der heißt nicht Jochen. Martin. Oh, Martin auf der Streckbank. Hallo, wer bist denn du? Hilf mir bitte. Ich bin Gefangener der Orks. Du siehst so aus, als ob du zur Miliz gehörst. Ja, mein Name ist Martin und ich gehöre zu der Miliz von Korinnes. Hol mich hier raus. Ich halte es nicht länger aus. Ja, du, das liegt an dir, ne? Also, hier ist alles over, die Orks sind weg. Und, ja, komm hier, Martin. Dann lass uns machen, dass wir hier, das wäre gewagt, dass wir, ja, das will ich doch probieren hier, Leute, das wäre gewagt. Ah, sehr gut. Dann lass uns machen, dass wir hier wegkommen. Ich bringe dich zu uns auf das Schiff. Halt, warte noch. Ich brauche noch unbedingt mein Schwert. Oh. Dein Schwert? Von mir aus. Wo ist es denn? Ich habe gesehen, wie der Ork-Kapitän es unter Deck gebracht hat. Es muss noch dort sein. Also in der Höhle des Löwen. Na toll. Musst du es denn unbedingt haben? Ja, unbedingt. Ist ein altes Erbstück. Ohne mein Schwert rühre ich mich nicht von der Stelle. Na schön, ich werde sehen, was sich machen lässt. Ah, ich hab's gar gefunden, aber erstmal will ich gucken, was das für eins ist. Also das mit dem Orkschiff ist richtig klasse gemacht. Dieser Überraschungseffekt und dann hier die Anspielung auf Khabdun mit Wenzel, auch als Gefangener der Orks. Und hier muss ich ja auch irgendwie ein Schwert besuchen, beziehungsweise, wo ist denn der Schwert von Martin? Hier, Martins Breitschwert. Na, das ist aber nicht so ein tolles Ding. Aber bevor ich das ihm überreiche, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt einen Kommentar, Daumen hoch und adios und goodbye und ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.